seid heute wahrscheinlich an Tausenden von Farben vorbeigegangen, ohne dass ihr das so richtig bemerkt habt. Der blaue Himmel, unsere Kleidung, eure Wohnung, ja, Hautfarben und so weiter, Haare, Augenfarben und so weiter. Farben halten uns tatsächlich einen Spiegel vor. Das heißt, jeder Mensch sieht tatsächlich Farben in seiner ganz individuellen Eigenheit. Das heißt, was wir alles mit Farben erlebt haben, das speichern wir tatsächlich im Gehirn. Außer uns draußen ist nur Materie und Energie. Und erst in unserem Gehirn, in unserem Bewusstsein werden die Farben tatsächlich erst gemacht. Also Farben erzählen uns, was für uns wichtig in der Welt ist. Und dieser Kolibri hier, den wir jetzt hier sehen, das ist ganz interessant, weil der natürlich auch wie an so unsichtbaren Schnüren tatsächlich zu den Blüten geleitet wird, die wichtig für sein Überleben sind, wo er nämlich seinen Nektar holt. Das heißt, die ganze Natur, wenn wir da weiter gucken, überall sind Farben und jede Farbe hat eine Bedeutung für das Überleben bestimmter Spezies. Im Karbon haben sich die beiden parallel entwickelt. Das heißt, die Blütenpflanzen heute über 300.000 Arten und die Tierwelt und die kommunizieren über Farben. Das heißt, Farbe hat den Auftrag der Verhaltenssteuerung. Die biologischen Funktionen der Farbe sind vielfältig. Das heißt, wenn wir die Farben zum Beispiel im Kolibri ändern würden, von den Pflanzen zum Beispiel, und er nimmt nicht alle, dann würden die Arten aussterben. Das heißt, es ist alles miteinander in einem Verbund, die Kommunikation. Ändern wir eines, ändert sich alles oder stirbt vielleicht sogar aus. Das heißt, die Farben dienen der Gesundheit natürlich von Lebewesen, auch unsere Gesundheit. Wir nutzen sie zur Orientierung, zur Abschreckung, zur Werbung, zum Verstecken, zum Statusanzeigen. Denken wir mal alle an unsere Kleidung zum Beispiel auch oder unsere Accessoires oder unsere Wohnung oder Autos und natürlich zur Verständigung. Wenn wir uns das genau angucken, merken wir, die Farben der Natur sind tatsächlich das größte Kommunikationssystem der Erde. Und sie sind natürlich, wenn sie intakt sind, auch ein Indikator für eine gesunde Umwelt. Schauen wir da mal rein. Das heißt, wir sehen relativ genau und intuitiv, weil jeder Mensch ist nämlich ein Farbexperte oder eine Farbexpertin, ganz genau, wie viel Leben ist an einem Ort. Wo ist Artenvielfalt? Wo ist Diversität? Das heißt, in den Korallenriffen oder tropischen Regenwäldern sieht das nicht einfach nur irgendwie bunt aus, also kein Überfluss der Natur, sondern das sind Kommunikationssysteme. Und umso mehr verschiedene Arten auf engem Raum zusammenleben, umso bunter wird das. Jetzt sind wir hier in Ehrenfeld. Überlegt doch mal, wo es hier am buntesten in Köln ist. Wo leben die meisten Menschen aus verschiedenen Kulturen zusammen? Wie bunt wird das dann in den Straßen? Und wie trist ist es oft auf dem Land? Das heißt, das ist ganz interessant. Auch bei Menschen ist es so, wenn wir unsere eigene Identität zeigen, wenn wir miteinander kommunizieren, dann wird es bunt. Wir suchen uns natürlich auch unsere Umgebung, das heißt ein lebensfreundliches Habitat und haben da eine ganz gute Intuition. Das heißt, wo wollen wir bleiben? Wo finden wir das gut? Wo finden wir genug zu essen? War natürlich für unsere Vorfahren eine verdammt wichtige, auch lebenswichtige Entscheidung. Hier sehen wir schon die roten Äpfel an dem Baum, also dieser Paradiesgarten. Und wenn wir noch mal einen weitergehen, dann können wir irgendwie heute feststellen, was kaum jemand weiß, wir können uns gesund nach Farben ernähren. Wie funktioniert das? Wir sehen nicht nur, welche Farbe gesund für uns ist, sondern unser Stoffwechsel, unser ganzer Körper reagiert auf die Farbe. Das heißt, wenn Sie ein leckeres Essen vor sich sehen, dann sorgt allein der Anblick des Essens dafür, die Farbe dafür, dass unser Blutzuckerspiegel runtergeht, dass das Verdauungssystem losgeht und wir Appetit haben. Und so können wir uns tatsächlich gesund, ja, ernähren, wäre da nicht noch etwas anderes. Farbstoffe sind natürlich auch, Pflanzenfarbstoffe, gesunde Nährstoffe. Und wir sehen zum Beispiel, wann ist etwas, ein Nahrungsmittel, reif? Wann ist das für uns am nahrhaftesten? Und auf der anderen Seite sehen wir hier auch, da ist zum Beispiel Solanin drin gewesen bei der Tomate. Wann ist es vielleicht noch giftig? Wir alle wählen unsere Nahrung tatsächlich auch nach der Frische, also nach Farben aus, weil wir können sie ja auch gar nicht kosten vorher. Wäre ja auch manchmal in der Natur gefährlich oder im Supermarkt nicht möglich. Wir schauen auch tatsächlich nach der Bekömmlichkeit. Hier sehen wir das zum Beispiel beim Fleisch, das ändert die Farbe. Und unsere Vorgänger waren auch Aasfresser. Und da war es natürlich lebenswichtig, die Frage, wie alt ist dieses Fleisch? Man kann es also nicht probieren, sondern man muss an feinsten Nuancen sehen, kann man das noch konsumieren. Das heißt, wir haben erblich tatsächlich genetisch feinste Antennen für kleinste Farbnuancen. Und man sagt jetzt so einfach, dass wir so in etwa 20 Millionen Farben wahrnehmen können. Aber durch die Interaktion von Farbe und Oberfläche
Wer schon mal gestrichen hat oder mit Farben gearbeitet hat, weiß das. Der Farbton auf dem Farbmuster, den ich an die Wand streiche, auf das Textil nehme oder aufs Papier drucke, sieht mit der Oberfläche wieder völlig anders aus. Wenn wir es also zusammennehmen, kommen wir zu wirklich Billionen von verschiedenen Farbtönen auf dieser Welt. Jetzt geht aber das Problem schon los. Wir sind halt heute nicht mehr in der Natur. Und da ist natürlich die Frage, können wir uns tatsächlich noch nach Farben gesund ernähren? Über 90% aller Lebensmittel sind heute verpackt. Gucken Sie denn immer, was da hinten drin ist? Gucken Sie denn immer aufs Verfallsdatum? Oder suchen Sie sich nicht einfach die leckersten Farben aus? Farben sind das größte Marketinginstrument, nicht mit dem Zweck, dass ihr euch alle gesund und ausgewogen ernährt, sondern da geht es um Konsum, da geht es darum, auch die Spuren der industriellen Landwirtschaft zu retuschieren. Nun könntet ihr sagen, na okay, dann lassen wir all die Farben weg und dann kaufen wir einfach nur noch Recyclingprodukte. Da ist so gar keine Farbe drin, auch ein Problem. Da haben wir ja natürlich alle unsere Druckfarben weggeworfen, unsere Magazine, unsere Verpackungen und so weiter. Die werden recycelt, die werden da nicht rausgenommen, sondern die sind da drin. Also über 4000 toxikologisch relevante Farbstoffe sind in diesen Papieren drin. Das heißt, das Recyclingpapier ist wirklich auch nicht so gesund. Was können wir tun? Schauen wir uns das nochmal an. Das Problem geht nämlich weiter, wenn Sie Ihren Kühlschrank aufklappen, auch in den Lebensmitteln, alles voller Farbstoffe. Das heißt, um tatsächlich homogene und appetitliche Lebensmittel herzustellen, muss man dort Farbstoffe reingeben. Könnte jetzt jemand von euch sagen, naja, dann bleibe ich halt beim Weiß. Weiß kann ich doch vertrauen, das ist ja eigentlich gar keine Farbe. Weit gefehlt. Über 60% aller Farbstoffe, die wir herstellen auf der Welt, über 9 Millionen Tonnen im Jahr, ist Titandioxid. Weiß. Wir bleichen das Papier, holen also den braunen Farbstoff raus, der dem Holz seine Festigkeit gibt, um ihn aufzuweißen. Wir weißen unsere Kleidung, wir weißen unsere Wände und wir weißen auch die Mozzarella und Süßigkeiten und so weiter in unserem Kühlschrank. Alles der gleiche Farbstoff. Manchen Ländern verboten, bei uns noch erlaubt. Also nur mal so, jede Farbstoff hat so seine Geschichten und der Kühlschrank steckt voll davon. Gucken wir mal weiter. Was würdet ihr aussuchen, wenn ihr im Supermarkt steht? Das linke oder das rechte Fleisch? Seid doch mal ehrlich. Genau, die Industrie weiß natürlich ganz genau, wie wir ticken. Wir überlegen nicht, ob Fleisch tatsächlich nach der Schlachtung ist, das Rot noch 1 oder 2 Wochen immer noch irgendwie so aussehen kann. Natürlich würden alle das mit Farbstoff wählen. Ja, weil wir wie magisch wieder an diesen Schnüren tatsächlich, ja, muss man wieder in den Spiegel gucken, wir sind wir drauf, wie funktionieren wir? Wir wählen natürlich das gefärbte Fleisch. Also, was sollen wir machen? Im Prinzip wäre jetzt mein Tipp zur gesunden Ernährung. Einmal tatsächlich bewusst ja, die Farben hinterfragen, die wir sehen. Schauen, was sind da für Farbstoffe drin. Möglichst unverpackt kaufen und vielleicht biologisch hergestellte Nahrungsmittel, die wirklich die natürlichen Farbstoffe haben. Dann kann sich hier jeder gesund und bekömmlich und ausgewogen ernähren. Ich habe noch ein weiteres Experiment. Das sehen wir jetzt hier. Das ist eine interessante Frage. Ja, die wollte ich jetzt mal mit euch testen, aber das Problem ist, wir haben immer noch Corona und ich kann jetzt hier nicht einfach ausschenken. Das heißt, die nächste Frage, wir haben ja Farbstoffe gesehen, die tatsächlich etwas appetitlicher machen. Hier haben wir jetzt einen Farbstoff drin. Was ist hier drin? Ist er schon gekommen? Sonst würde ich es kurz verraten. Wasser? Sprite? Hier ist tatsächlich Cola drin. Das ist eine Cola, da ist alles drin, was in der normalen Cola auch ist. Die nennt sich Crystal Pepsi. Die kauft noch niemand. Die ist das erste Mal in den 90er Jahren eingeführt worden, jetzt kürzlich auch wieder. Niemand will so eine Cola kaufen. Der große Konkurrent hat das auch probiert. Funktioniert nicht. Warum? Wenn wir uns das genauer angucken, dann merken wir genau, dass natürlich, da fehlt was, ja, dieses malzige, leichte, was passiert bei uns im Körper, wenn wir auf Cola gucken, tatsächlich eisgekühlte Cola, das stellt sich hier nicht ein. Das heißt, da fehlt der Farbstoff, sonst ist alles drin. Und ich werde immer wieder mal gefragt, ist das denn auch beim Ketchup so und so weiter? Natürlich, es gibt unendlich viele Nahrungsmittel, die einfach gefärbt sind, damit wir sie kaufen, die eigentlich eine ganz andere Farbe haben. Auch Produkte, Einrichtungsgegenstände und so weiter. Das heißt, wir konsumieren quasi ohne Ende, weil wir an solchen Strippen hängen, wo die Farben uns hinbringen.
Es gibt einen Ausspruch von den Apollo-Astronauten, die die Erde das erste Mal von oben gesehen. Mein Gott, ist die schön. Sie waren von dem blauen Planeten einzigartig im kompletten Universum so dermaßen berührt, dass man erst mal gemerkt hat, wie fragil und wie verletzlich der ist. Und das haben die an den Farben quasi gesehen. Und wenn wir dann da reinzoomen in diesen Planeten, merken wir tatsächlich, Farbe ist Leben. Der erste Farbstoff war quasi in Cyanobakterien. Chlorophyll hat also Photosynthese einerseits ermöglicht, andererseits aber auch den Cyanobakterien sich zum Licht hinzuorientieren. Wenn das zurückgeht wie beim Waldsterben, merken wir, ja, dass auch das Leben auf der Erde dort nicht mehr möglich ist. Schauen wir weiter. Farbe ist auch ein Indikator für Wasserverschmutzung oder für auch sterbende Meere. Farbverschiebungen sind Indikator für Klimaerwärmung, Klimawandel. Sie sehen das an Eisbergen, die schmelzen, Gletscher, die schmelzen. Ihr seht das an Feuern, die auf einmal brennen überall auf der Erde. Das heißt, die Erde transformiert sich und das Leben ändert sich damit. Hier sehen wir zum Beispiel bei unserem Artverwandten, dem nächsten Verwandten, dem Schimpansen, wo baut der seine Häuser, ja, seine Nester. Der baut die ganz oben in den Baumkronen, da wo es grün ist, da wo man Luft hat, Ausblick, Farben, Blau und so weiter. Wenn wir weiter gucken, merken wir, das ist auch unsere Traumwelt. Jeder von uns hat solche Bilder im Kopf. Wir möchten gerne oben sein. Wir möchten blauen Himmel haben, auf Pflanzen gucken und so weiter. Die Realität sieht aber leider oft ganz anders aus. Grau, weiße Töne. Und dann muss man sagen, ist das für uns gesund? Ist das unser Habitat, in dem wir uns tatsächlich wohlfühlen, in dem wir sein wollen? Schauen wir mal einmal weiter. Ich habe hier ein Projekt von mir mitgebracht aus einer Intensivstation. Es waren eigentlich dann 4 Intensivstationen, die wir untersucht haben. Und diese Farbigkeit der Umwelt hat tatsächlich Konsequenzen für unser Leben. Es ist also nicht egal, ob irgendetwas weiß ist oder grün oder gelb oder rot. Schauen Sie mal hier oder schaut auch mal zusammen. Das Problem hier ist zum Beispiel, die Technik ist so angebaut, dass man nicht aus dem Fenster gucken kann. Patienten liegen da, schauen auf die Decke, kriegen Angstzustände, Wahnvorstellungen und Depressionen. Oder ist das das, was ihr, wenn es euch so richtig schlecht geht, irgendwie wirklich in den Blick nehmen wollt? Aber die Schulmedizin hat überhaupt kein Problem damit, weil für all diese Symptome haben sie natürlich Medikamente. Auch die sind wieder mit Farben, da haben wir diesen schönen Placebo-Effekt. Das heißt, mit je nach Symptom gibt es natürlich auch dort verschiedene Färbungen. Was ich euch aber erzählen will, ist eine andere Sache. Ich habe mich nämlich mit der Chefärztin, der Frau Dr. Wöpke, eine sehr aufgeschlossene, kritische Frau auch, zusammengetan. Wir haben gesagt, lass uns doch mal die Farben in diesen Stationen ändern. Nur die Wandfarben, Deckenfarben und die Beleuchtungsfarben, also die Beleuchtungsmittel. Und mal schauen, was dabei passiert. Was glaubt ihr, was allein die Änderung der Atmosphäre, der Farben, des Lichts für eine Auswirkung haben kann? Ich mache es mal kurz. Wir nehmen das mal jetzt hier in der Summe ganz kurz zusammen. Das Wohlbefinden der Patientinnen und Patienten hat sich tatsächlich durch diese Maßnahme um über 50% erhöht. Jetzt sagen Schulmediziner natürlich bei uns, naja, wenn wir unsere Klinik umgestalten sollen, gibt es denn auch einfach empirische Hardfakten? Habe ich gesagt, okay, wie können wir das machen? Der Verbrauch an Neuroleptika, das ist nämlich genau das Medikament, was bei diesen gezeigten Symptomen gegeben wird, hat sich tatsächlich nach der Umgestaltung um 30% reduziert. Neuroleptika haben schwere Nebenwirkungen und erhöhen die Mortalität um den Faktor 2-4. Dann haben wir gefragt, hat das denn auch auf Auswirkungen auf das strapazierte Pflegepersonal? Das Wohlbefinden des Personals hat sich tatsächlich hier auch nochmal um 44% verbessert. Sie fühlen sich jetzt also hier zu Hause und auch von Ihrem Arbeitgeber wertgeschätzt. Und auch da haben wir gesagt, was ist denn empirisch das Datum dazu? Der Krankenstand beim Pflegepersonal hat sich tatsächlich um 1/3 im Folgejahr abgesenkt. Insofern ist ganz Deutschland jetzt die Kliniklandschaft in Aufruhr. Aber ich würde euch zum Schluss einfach nochmal sagen, es ist natürlich nicht nur ein Problem der Kliniken, sondern auch ein Problem der gesamten gebauten Umwelt. Auch eure, ja, Büros vielleicht, eure Plätze, wo ihr wohnt, sollte man sorgsam gestalten. Das war jetzt zum Beispiel eine kleine Sache, wo man das nochmal sehen kann, ein bisschen weiter unten. Da hat ein Start-up für ökologische Landwirtschaft solche Büroräumlichkeiten bekommen. 400 Quadratmeter, alles schön weiß, wie wir kennen, dunkler Bodenbelag. Und dann die Frage, wir wollen hier nicht arbeiten. Ja, wir fühlen uns hier nicht wohl, wir wollen ja am liebsten wieder weg oder Homeoffice machen, was auch immer. Und dann haben wir gesagt, okay,
Wir gucken uns an, was braucht ihr? Wie tickt ihr? Was können wir, mit welchen Farben können wir das unterstützen? Hier haben wir jetzt zum Beispiel Naturfarbigkeiten. Wenn wir noch mal ein paar weitergehen, sehen wir jetzt zum Beispiel auch hier, dass wir differenzieren können, Identitäten schaffen können in den einzelnen Zonen. Es wird auch alles viel kleiner und nahbarer. Und dann gehören natürlich auch noch Pflanzen mit dazu. Das heißt, überall sind Farben drin und die Gesamtkomposition muss nachher so ausfallen, dass ihr euch wohlfühlt, dass die Farben euch gut tun. Sie haben geschrieben dann zu mir, dass sie uns zurufen wollen. Das war so eine spontane Mail hinterher, dass sie sich super wohlfühlen in den Räumen, dass sie quasi begeistert sind, auch mit allen Besuchern, und dass sie sich kaum noch losreißen können, abends nach Hause zu gehen. Also, ich glaube, das sind so Meldungen, wo man sagen kann, okay, da ist es auf eurer Ebene 1:1, da könnt ihr wirklich was für euch tun. Zusammengefasst nochmal, wenn ihr bewusster die Farben wahrnehmt in eurer Umgebung und damit auch wirklich sorgsamer umgeht, dann könnt ihr gesünder leben oder auch achtsamer mit der Umwelt umgehen. Vielen Dank. Ja.